bin der Lehrer und habe eine Schule in der Stadt und habe einen Schüler, dessen Vater tot ist. Er hat nunmehr seine Mutter, die für ihn sorgt. Nun will ich zu Ihnen gehen und Ihnen Lebewohl sagen, denn ich begebe mich in Kürze auf eine Reise in die Berge. Verlassen, die doch krank ist. Bleibe hier, es ist ganz unmöglich, dass du mitkommst. Es ist ganz unmöglich, dass du mitkommst.
geblieben, weil meine Mutter krank ist, will ich mitgehen, um für sie bei den großen Ärzten in der Stadt, jenseits der Berge, Medizin zu holen und Unterweisung. Deiner Mutter reden. Ich bin noch einmal zurückgekommen. Ihr Sohn sagte, dass er mit uns kommen will. Ich sagte ihm, dass er sie doch nicht verlassen könne. Sie verlassen, wenn sie krank sind. Dass es eine schwierige Reise sei. Ihr könne ganz unmöglich mit uns kommen, sagte ich. Aber er sagte, wir müssen mit, um für ihre Krankheit in der Stadt, jenseits der Berge, Medizin zu holen und Unterweisung. Was der Knabe sagt, dass er gern will.
Herrn, dass die Krankheit geheilt wird. Die Mutter aber sagte, ich habe keine Kraft mehr. Wenn es sein muss, geh mit dem Herrn mehr. Aber schnell. Hinangestiegen. Dort ist die erste Hütte, dort wollen wir verweilen, ein wenig wollen wir verweilen. Wir gehorchen. Ich muss etwas sagen. Was willst du sagen? Ich fühle mich nicht wohl. Halt, solche Worte dürfen nicht sagen, die auf eine solche Reise gehen. Vielleicht bist du nur müde, weil du das Steigen nicht gewohnt bist. Bleib ein wenig stehen und ruhe ein wenig. Es scheint, dass der Knabe krank ist vom Steigen. Wir wollen den Lehrer darüber befragen. Ja, tut das! Ja, tut das! Wir hören, dass dieser Knabe krank ist vom Steigen. Was ist mit ihm? Bist du besorgt seinetwegen? Er fühlt sich nicht wohl, aber sonst ist alles mit ihm in Ordnung. Er ist nur müde vom Steigen. Er blieb ein wenig stehen und ruht ein wenig aus. Bist du also nicht besorgt seinetwegen? Der Lehrer hat gesagt, dass der Knabe nur müde sei vom Steigen. Aber sieht er nicht ganz seltsam aus? Gleich nach der Hütte kommt der schmale Grat, nur mit beiden Händen zufassend an der Felswand kommt man hinüber. Wir können keinen Sollten wir also dem großen Brauche folgen und ihn ins Tal hinabschleudern? Ich
alle Knaben fragten, sagtest du, er sei nur müde. Er sei nur müde vom Steigen. Aber jetzt sieht er ganz seltsam aus. Er hat sich auch gesetzt. Wir sprechen es, wir setzen auf sein altes Heer. Dieses Kind ins Tal hinabwerfen. Ja, das wollen wir, ja, das wollen wir. Das ist ein großer Brauch, ich kann mich ihm nicht widersetzen. Aber der Brauch schreibt auch vor, dass man den, welcher krank wird, befragt, ob man umkehren soll, seinetwegen. Ich trage in meinem Herzen großes Leid um diesen Knaben. Ich will zu ihm gehen und ihm schonend von dem großen Brauch berichten. Ja, tue das! Ja, tue das! Wir wollen ihn fragen, ob er verlangt, dass man umkehrt, seinetwegen. Aber auch wenn er's verlangt, wollen wir nicht umkehren, sondern ihn ins Tal hinabwerfen. Hier besteht ein Gesetz, dass dir, welcher krank wird, auf einer solchen Reise ins Tal hinabgeworfen werden muss. Ich verstehe.
geschieht. Ja. Kommt herunter, ihr hat ja gesagt, ihr hat dem Brauch gemäß geantwortet. Ihr hat ja gesagt.